Was ist deine Zeitpräferenz? Denkst du eher kurzfristig oder langfristig? Dies ist das Thema, über das wir heute sprechen werden. Ja, also ich denke, dass es zwei Arten gibt, wie man über sein Handeln denken kann, beziehungsweise es gibt zwei Extreme und alles dazwischen. Und zwar ist das die Frage, wie viel Zeitpräferenz ich habe. Ja, eine Präferenz ist etwas, was man bevorzugt oder was man lieber mag. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel über Essen rede und es gibt Obst und Gemüse und ich mag Gemüse mehr, dann habe ich eine Präferenz für Gemüse. Dann mag ich Gemüse mehr. Ja? Und die Zeitpräferenz kann entweder sein eine Präferenz für kurzfristiges Denken oder eine Präferenz für langfristiges Denken. Ja? Und ich denke, beides ist wichtig. Ja? Also wenn ich mit meinen Freunden rede oder eine schöne Zeit verbringe oder wenn ich esse oder wenn ich in einen Vergnügungspark gehe zum Beispiel, dann habe ich eine kurze Zeitpräferenz. Ja? Ich ziehe es vor, etwas zu machen, was jetzt im Moment mir Spaß bringt. Ja? Mit dem Beispiel, bei dem Beispiel mit den Freunden ist es eigentlich beides. Ja? Kurzfristig macht mir Spaß, aber langfristig fördert es auch die Freundschaft. Ja? Und wenn ich jetzt zum Beispiel arbeite und Geld verdiene, dann habe ich eine langfristige Präferenz. Also kurzfristig macht mir der Job vielleicht keinen Spaß, aber langfristig ist es wichtig, dass ich Geld verdiene, um mir Dinge kaufen zu können und um glücklich zu sein und all sowas. Und auch wenn ich Sport mache, dann habe ich eine langfristige Zeitpräferenz. Ich mache etwas, was im Moment vielleicht nicht so viel Spaß macht, je nachdem, wie ich Sport mache. Wenn ich sehr intensiv Sport mache und dann mich zum Beispiel hochziehe an meiner Klimmzugstange, dann ziehe ich mich hoch und hoch und dann tut das total weh und es ist schwer. Aber ich weiß, langfristig wird mir das gut tun. Kurzfristig ist es schwer und tut weh. Es schmerzt, deswegen schreie ich. Na, eigentlich mache ich relativ ruhig Sport. Ne? Aber ich wollte das nur mal illustrieren. Genau, aber genau und langfristig denke ich dann, indem ich auch negative Dinge in Kauf nehme oder etwas mache, was unangenehm ist oder schwer, um in der Zukunft ein bestimmtes Resultat zu erzielen. Ja? Das ist die langfristige Zeitpräferenz. Und wie gesagt, ich denke, es ist auch total notwendig, dass wir im Leben auch Momente haben, in denen wir eine kurzfristige Zeitpräferenz haben. Dass wir auch uns mal etwas gönnen. Ja? Dass wir zum Beispiel auch mal ein bisschen Schokolade essen oder dass wir auch mal mit unseren Haustieren spielen oder also was, ja, dass wir uns Dinge gönnen, ist auch wichtig. Ja? Und im besten Fall ist natürlich so, dass die Tätigkeit, die wir gerade machen, eine kurzfristige und eine langfristige Zeitpräferenz hat oder dass wir eine kurzfristige und eine langfristige Zeitpräferenz ausdrücken in dem, was wir tun. Ja? Und meine Idee heute ist auch, oder mein Appell ist auch, wie viel denkst du langfristig? Ja? Also ich bin der Meinung, dass viele Menschen sehr kurzfristig denken, weil es einfach ist, aber es ist auch wichtig, sich selbst
herauszufordern und auch langfristig zu denken, sich zu überlegen, okay, wie möchte ich in einem Jahr sein? Wie möchte ich in 10 Jahren sein? Ja, diese Vision zu haben, wie möchte ich sein? Welche Fähigkeiten möchte ich haben? Ja, wie soll meine Gesundheit sein? Ja, was für eine Art von Person möchte ich sein? Ja, und dann diese Vision haben und dann darauf hinzuarbeiten, ja, dieses langfristige Denken. Ich habe in einem Jahr, in 3 Jahren, in 5, in 10 Jahren dieses Ziel und dann arbeite ich jetzt darauf hin, weil ich langfristig denke. Ja, das ist mein Appell an jeden Menschen, auch an mich selbst. Ich möchte natürlich auch mich dazu trainieren, langfristig zu denken, langfristiger zu denken. Ja? Und ich denke, dadurch können wir ein viel besseres Leben haben, indem wir wirklich uns heute überlegen, wie wir morgen sein wollen. Okay? Ich hoffe, das war hilfreich für dich. Und wie immer, bis morgen. Tschüss!